Schön Tempeltrip, Elefantentrip und ja, suchen wir jetzt erstmal einen Hosten hier. Oder, Raphael? So sieht's aus. Ist so. Ist so. So, wir sind angekommen in unserem Hostel. Der Marvin muss natürlich sofort wieder die Matratze ausprobieren. Ja, das hat jetzt pro Person 10 Euro gekostet. Nicht ganz. Nicht ganz. Knapp 10 Euro. Aber wir bleiben ja eh nur die eine Nacht. Dann wollen wir morgen weiter reisen mit dem Daumen. Wenn das weiter so gut klappt, dann sind wir in 2 Tagen in Bangkok. Ja, also es war echt eine angenehme Sache heute. Da kann man echt nicht meckern. Sehr freundlich. Ja, alle. Und ja. Wollen wir mal gucken. Ich werde mir auf jeden Fall noch mal eine Dusche gönnen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir noch eine Kleinigkeit essen gehen oder so. Ja. So, wir haben was zu essen gefunden. Da alle Läden zu haben, weil heute Feiertag ist, gibt es. Zeige ich es euch mal. Schönes Vollkorntoast mit schöner Butter von. Ja, sowas wie Allgäu. Käse. Und dann habe ich mir noch hier so ein paar Wasabi-Erbsen geholt und einen Slush. Ja, dann gucken wir gleich mal, wie das so schmeckt, ne, Raphael? Wie Toast. Wie Toast mit Käse. Und Butter. So, wir haben jetzt mal Leute gefunden, mit denen wir Uno spielen können. Hier die schöne Runde. Okay. Hallo. Ja. Und ja, jetzt machen wir unseren schönen ruhigen Abend mit denen. Bleiben wir ja noch eine Runde Netflixen oder so. Und dann ab in die Haya. Also ich würde erstmal sagen. Nein. Bis morgen. Einen wunderschönen Nikolaustag hier am 6. Dezember. Aus Thailand. Guten Morgen! Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zur Autobahn oder zur Straße, wo auch immer, und halt mal wieder den Daumen raus. Gucken, ob uns jemand in diesem Outfit überhaupt mitnimmt. Ja. Ihr werdet sehen. Thank you.
angekommen. Wurden das letzte Stück noch von einem netten Polizisten mitgenommen. Und jetzt gerade essen wir was. Und zwar für mich gibt's mal was nicht so klassisches. Und zwar eine Cheese-Pizza mit einem leckeren Fruit-Mix-Drink. Sehr gut. Und dann schalten wir mal auf Raphael. Für mich gibt's denselben Drink und überbackenen Spinat. Das ist eine Riesenportion. Ich weiß auch nicht, ob ich die schaffe. Aber naja. Abwarten, ansonsten muss ich mir nochmal was nachbestellen. So, das ging doch relativ schnell, nachdem wir aus dem Restaurant rausgegangen sind. Muss zwar nur 10 Meter gegen, hatten dann quasi schon das Hostel vor uns. Zwar nicht das, war eigentlich nicht das, was wir eigentlich gesucht haben, aber auch nicht schlecht. Hier haben wir jetzt quasi einen eigenen Raum, relativ groß, mit Fernseher. So ein riesen Couch-Holz-Ding-Sofa-Teil. Einmal ein Doppelbett für Marvin. Ein Bett für mich. Dann haben wir noch hier unser kleines Badezimmer mit Dusche und allem. Also kann man nie meckern. Dann hier einmal die Aussicht von draußen. Also, ist ganz angenehm hier. Können wir nicht meckern. Preislich sind wir dabei 6 Euro die Nacht, meine ich. Ja, deswegen haben wir jetzt. Bisschen mehr. Ja, okay, wir haben jetzt erstmal eine Nacht gebucht. Gucken, wie es am Morgen ist, weil wir wollen ja halt, wie ich sagte, in den National Park. Und dann mal schauen, ob wir dann noch eine Nacht hier bleiben oder ein anderes Hostel gehen und dann übermorgen auf jeden Fall wieder weiter in den Süden. Ja.